Heute machen wir ein Bagel. Für unseren Bagel brauchen wir Mehl, Milch, Fett, in diesem Fall ist Butter, ein Ei, Hefe, Salz, ein bisschen Zucker und oben drauf werde ich Sesam streuen. Man kann natürlich da auch jede andere Körner nehmen, Leinsamen, Mohn oder Sonnenblumenkörner. Kommen wir jetzt zur Teigherstellung. Ich habe jetzt hier meine Milch. Die sollte nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Entweder lasst ihr so eine Stunde draußen stehen oder ihr packt sie kurz in die Mikrowelle. Im Vorspann habt ihr gesehen, es ist Milch, ja, fast ohne Fett. 0,1% hat die gehabt. Ihr könnt Vollmilch nehmen. Ich hatte bloß jetzt keine andere. Ich trinke die übrigens nicht. Das ist eher so meine Frau. Jetzt haben wir die Hefe. Die zerbröseln wir so ein bisschen. Nehmen uns noch so einen Schneebesen und lösen die Hefe in der lauwarmen Milch bzw. in der Zimmertemperatur mäßigen Milch auf. Jetzt habe ich hier den Zucker. Den geben wir auch dazu. Der Zucker, es dient diesmal nicht dazu, um das Gebäck zu süßen, sondern ausschließlich, dass die Hefe ein bisschen Nahrung hat. Dieses Auflösen mache ich jetzt auch nur, damit nachher keine Klumpen entstehen und es einfach ein bisschen schneller anfängt zu garen. Jetzt gebe ich mein Mehl da rein, mein Eigelb, weil das eine Ei habe ich getrennt, mein Salz. Salz dient nicht nur des Geschmacks wegen, sondern Salz stabilisiert auch das Klebergerüst. Würdet ihr kein Salz verwenden, würde es unheimlich schnell garen, aber wieder zusammenfallen, weil das Klebereiweiß nicht stabilisiert wird. Dafür ist dieses Salz da. Also ihr könnt dieses Salz nicht weglassen. Dann habe ich jetzt hier mein Fett reingegeben. Und jetzt lasse ich alles zu einem Teig vermischen. Oder vermische erstmal alles zu einem Teig. Das wird so 1 bis 2 Minuten dauern. So, wenn der Teig jetzt 1-2 Minuten gelaufen ist und vermischt ist, guckt ihr euch den Teig nochmal an. Weil jetzt ist noch die Möglichkeit, oder jetzt besteht noch die Möglichkeit, eventuell Wasser oder Mehl zuzugeben. Er sollte nicht zu weich sein und auch nicht zu fest. Gebt ihr nachher anschließend Wasser zu, werdet ihr das kaum bei einem zu festen Teig kaum glatt gelaufen kriegen. Das schmiert dann da so hin und her und knetet nicht vernünftig. Gebt ihr Mehl dazu bei einem zu weichen Teig, wird dieses nicht mehr richtig verkleistert, beziehungsweise die Klebereiweiße. Es wird dann in der Regel nichts. Also lieber jetzt gucken als nachher. Den Teig nicht zu weich halten. So, wenn ihr jetzt den Teig auseinanderzieht, seht ihr, er reißt sofort. Da ist keine Spannung drin. Klebereiweiß hat sich noch nicht gebildet. Der muss jetzt also geknetet werden. Gleiches werden wir nachher nochmal machen, so auseinanderziehen. Und da werdet ihr den Unterschied sehen. Den Teig werden wir jetzt 5, 6, 7, 8 Minuten kneten lassen, je nach Maschinentyp. Habt ihr so einen Handmixer, würde ich eher auf 8 Minuten gehen. Bei solcher Maschine hier 6 bis 7 Minuten. So, nachdem ich den Teig jetzt hier 7 Minuten geknetet habe, nehme ich ihn aus der Maschine raus und lasse ihn erstmal so 2-3 Minuten liegen, weil durch dieses Kneten ist der natürlich ordentlich zäh geworden. Heißt, der muss sich auch ein bisschen noch entspannen. Nachdem der Teig jetzt sich Zeit hatte, sich eine Weile zu entspannen, wiegen wir unsere einzelnen Bagels ab. Ich schlage hier vor, irgendein Gewicht zwischen 80 und 90 Gramm.
machen die anschließend rund, einfach auf dem Tisch so hin und her bewegen mit einer leicht gewölbten Hand. So, wichtig ist, dass die schön rund sind und auch unten geschlossen. Das machen wir jetzt praktisch mit allen anderen auch. So, wenn wir die jetzt alle rund geschliffen haben, nehmen wir uns ein Handtuch oder ein Küchentuch, legen die da rein und lassen sie noch mal so 10 Minuten ein bisschen angaren und sich entspannen. Decken wir einfach ab. So, wenn sie sich jetzt ein bisschen entspannt hatten und auch Zeit hatten, so ein bisschen anzugaren, machen wir ein Loch rein. Einfach mit dem Finger reingehen. Von beiden Seiten und so drehen. Übertreibt es nicht, sonst kann es auch mal reißen. Finger rein und drehen. So, wenn ihr jetzt das Loch reingemacht habt, deckt ihr sie wieder zu und lasst sie noch ein bisschen weiter garen. Nicht zu lange, weil ein Bagel soll ja kein luftig lockeres Gebäck sein, sondern ich kenne sie eben nur so ein bisschen fester. In der Zeit, wo die Bagels jetzt so ein bisschen garen, bereite ich meinen Topf vor. Das ist ja das Besondere an dem Bagel, dass der nicht nur im Ofen gebacken wird, sondern vorher noch im Wasser mehr oder weniger gekocht wird oder kurz angekocht wird. Einfach Wasser in den Topf geben, einen guten Liter, ein bisschen Zucker zu und erhitzen. So, jetzt haben wir hier mein fast kochendes Wasser. Ich hatte gekocht, ich habe es dann zurückgedreht. Ich mache ruhig noch ein bisschen Salz rein, kann nicht schaden. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden jetzt den Bagel in das Wasser legen. Je nachdem, wie lange er jetzt bei euch auf Gare gelegen hat. Hier hat er maximal 10 Minuten gelegen. Wird er runtersinken. Dann unten natürlich noch Gare kriegen durch die Hitze. Und wird dann wieder zum Schwimmen hochkommen. Sollte er schon ein bisschen länger gelegen haben bei euch, wird er gleich schwimmen. Der hier schwimmt zum Beispiel gleich. Ruhig einen Deckel drauflegen. So, und von jeder Seite jetzt so 2-3 Minuten mehr oder weniger kochen. So, wenn ihr ihn jetzt von jeder Seite 2-3 Minuten gekocht habt, nehmt ihr ihn raus und lasst ihn auf so einem Gitter hier abtropfen. Und macht den nächsten rein. Als nächstes gebe ich jetzt hier meinen noch warm und klebrigen Bagel, drücke ich den so ein bisschen in Sesam rein. Wenn ihr jetzt wartet und die Bagel vollkommen erkaltet sind, nehmt ihr das Eiweiß und streicht sie mit Eiweiß ein und drückt sie dann in euren Sesam oder Leinsamen oder eurer Sonnenblumenkerne.
Wenn ihr von vornherein wisst, dass ihr es so macht wie jetzt, dann könnt ihr natürlich nachher beim Teig dieses Eiweiß auch komplett mit reingeben. Dann braucht ihr es euch nicht aufheben. Wie gesagt, man kann warten, man kann erst alle machen und wenn sie dann kalt sind, mit Eiweiß einstreichen, reindrücken oder eben gleich kurz nach dem Backen. So, wenn die jetzt alle gekocht sind, habe ich sie aufs Blech gelegt. Die sind hier ein bisschen unförmig geworden, weil da war ich zu faul, die einzeln zu backen. Dann habe ich gleich zwei reingelegt im Topf. Jetzt werden wir sie in den Backofen schieben bei Umluft 170, 180 Grad. Solltet ihr nur Oberhitze, Unterhitze haben, nehmt 20 Grad mehr. Da wird jetzt nicht so viel zu sehen sein, außer dass sie ein bisschen brauner werden. Ich werde trotzdem den Zeitraffer mitlaufen lassen, weil garmäßig wird nichts mehr, weil die Hefe ist tot durch das Backen. So, nach guten 20 Minuten Backzeit habe ich sie jetzt aus dem Ofen genommen. Die sollen ja nicht zu dunkel werden, gerade bei Sesam nicht. Jetzt werde ich sie auskühlen lassen und dann möchte ich mal einen aufschneiden. So, der ist jetzt ausgekühlt. Sollen wir mal einen aufschneiden. Hätte man vielleicht doch mit Eiweiß einstreichen sollen. Sind doch sehr fallen doch sehr viele ab. Hier jetzt die Porung, nicht zu locker und auch nicht zu fest, so sollen sie sein. Hier seht ihr jetzt den fertigen Bagel, belegt mit Wildlachs auf Frischkäse. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Produkt mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.